Alkohol zwischen Genuss und Sucht. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute sprechen wir über Alkohol. Jeder, der ihn gern trinkt, weiß, dass Alkohol auf Dauer krank und unglücklich macht. Trotzdem möchten viele nicht auf ihn verzichten. Wir fragen uns, ob Alkohol eine Droge ist, die man im Griff behalten kann, ohne auf sie zu verzichten. Die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen an der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll bietet alles, vom unverbindlichen Erstgespräch bis zur stationären Behandlung. Und Ihr Chefarzt ist Dr. Peter Strate. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne, Frau Kahler. Wir reden jetzt erstmal gar nicht über die Klinik, sondern über die Frage, kann man mit Alkohol umgehen? Kann man? Das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich muss das jeder für sich selber rausfinden, der Alkohol trinkt. Am Anfang hat man vielleicht noch eine starke Wirkung, irgendwann gewöhnt man sich dran. Und dann ist die Frage, ab welchem Punkt es riskant wird. Ja, also es gibt ja den guten Rat, lass es ganz. Ja, also natürlich, wer kein Alkohol trinkt, wird auch nicht vom Alkohol abhängig, das ist richtig. Aber wenn man mal in Deutschland sich umschaut, also ich denke mal so 70-75% der bundesdeutschen Bevölkerung hat in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken. Und wenn Sie in der Nachbarschaft sich umschauen oder wenn Sie auf Feiern gehen, ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil von Ihnen, die hier zuhören und zuschauen, Alkohol angeboten bekommen. Ja, und was wäre dann Ihr Tipp? Naja, also sich zumindest bewusst machen, wie viel man trinkt und was es für Auswirkungen hat. Und auch sich Zeit nehmen, zu überprüfen, welche Bedeutung der Alkohol denn im sozialen Kontext hat. Also es gibt ja verschiedene, also wenn man weiß, man trinkt gerne Alkohol. Und wenn man nicht bereit ist, es komplett zu lassen, ja, hat man dann überhaupt eine Chance, dass man nicht vom Alkohol überholt wird irgendwann? Nee, es gibt ja so ein paar Regeln. Also die Hauptregel wäre im Grunde genommen, dass es nicht in die Nahrungskette gehört. Es ist ein Genussgift, das heißt, man sollte idealerweise nicht jeden Tag Alkohol trinken. Oder es gibt Regeln eben von der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung, also die beinhaltet, dass man 2 Tage die Woche kein Alkohol trinkt und dann gewisse Mengen nicht überschreiten soll. Aber da wird es schon schwierig, also weil auf den Gläsern ja nicht draufsteht, wie viel Alkohol da eigentlich drin ist. Und es gibt so Zahlen, das sind dann Grammzahlen, 12 Gramm für Frauen, 24 Gramm für gesunde Männer, also Männer und Frauen jeweils gesund. Diese Menge sollte pro Tag nicht überschritten werden. Und wenn man das sich immer mal umrechnet in Wein oder Bier oder Sekt, dann sind das doch sehr geringe Mengen. Und wenn Sie in Hamburg ausgehen und als Frau normalen Weißwein zum Essen trinken, dann haben Sie möglicherweise diese 12 Gramm schon überschritten. Und damit beginnt schon der riskante Konsum. Ja, und dazu kommt ja auch noch, man trinkt ja den Alkohol vielleicht nicht nur, weil er schmeckt, sondern auch, weil er wirkt, oder? Das ist richtig. Also viele Menschen, und da ist ja vielleicht so die Selbstüberprüfung sinnvoll, behaupten, er schmeckt so gut. Aber wenn Sie jetzt jemanden fragen, der keinen Alkohol trinkt, der kann diese Frage überhaupt nicht beantworten. Und wenn Sie jetzt Ihrer Katze mal einen Gin Tonic vor die Nase halten, die wird wegrennen. Ne? Also es ist halt giftig und wir tun halt in den Alkohol Zitrussaft rein oder irgendeine Süße, damit wir die Schärfe des Ethanolsgeschmacks nicht rausschmecken. Und wenn man es oft genug diese Vergiftung ausprobiert hat, dann merkt man auch nicht mehr, wie schädlich es eigentlich ist. Also es gibt Gewöhnungseffekte, die lange einsetzen, bevor dann die Krankheit entsteht. Ja, ich glaube, was man daraus lernen muss, ist, wenn man die Wirkung genießen will, dann ist das schon eine Form der Schädigung. Also eigentlich sagen Sie ja, wenn ich den Alkohol verträglich lassen will, dann muss ich unterhalb der Wirkung trinken. Dann müsste ich ihn ja wirklich nur wegen des Geschmacks. Ja, also das ist wahrscheinlich so die Gretchenfrage. Ne? Also wie viel Schädigung bin ich bereit für ein subjektives Gefühl des Wohlbefindens einzugehen. Klingt jetzt ein bisschen konstruiert, aber da kommen wir vielleicht zu dem Punkt, also es gibt ja immer wieder diese Frage, kann man Alkohol gut vertragen? Oder es gibt die Überlegung im Freundes- und Bekanntenkreis, gibt es die, die es gut vertragen?
Und aus medizinischer Sicht muss ich sagen, gut vertragen würde bedeuten, dass man die Nebenwirkungen spürt. Also wie, wenn man anfängt, die ersten Male Alkohol oder andere Genussgifte zu sich nimmt, man merkt die Noxe, man merkt das Gift. Und mit der Übung geht das Giftigsein verloren und man hat möglicherweise kein Missempfinden. So, und fühlt sich vielleicht noch euphorisiert oder wohl. Und dann gibt es ja die, die am nächsten Tag keine Wirkung, also keine negative Auswirkung vom Alkohol verspüren, auch wenn sie mal zu viel getrunken haben. Die Schädigung findet trotzdem statt. Also das Gift ist halt immer giftig. Die Frage ist nur, nehme ich das noch wahr oder nehme ich es wahr oder nicht? Und die Euphorisierung, die manche Menschen verspüren, auch wenn sie mal ein bisschen mehr trinken, ist ja auch so ein bisschen genetisch. Also sprich, wenn ihre Eltern gut Alkohol vertragen haben, im umgangssprachlichen Sinne, sprich, die haben dann eine euphorisierende Wirkung durch verspürt, dann haben sie das möglicherweise auch geerbt. Und wenn sie das vorgelebt bekommen haben, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie es dann auch wieder machen. Also das ist auch wissenschaftlich belegt, dass es da so eine genetische Komponente gibt, die einerseits uns den Alkohol aufsuchen lässt vielleicht, mhm, und dann aber auch bis zu dem Punkt konsumieren lässt, wo er denn schädlich ist und wir krank werden. Ja, genau. Und das heißt ja im Grunde, also wie Sie schon sagten, wenn jemand sagt, ich vertrage Alkohol gut, dann heißt das, man hat sich an die Nebenwirkungen gewöhnt. Aber die Organe vertragen ihn genauso schlecht wie beim ersten Schluck, wahrscheinlich dann. Ne? Was macht Alkohol mit dem Körper und mit dem Geist? Kann man das so aufzählen in Schlagworten? Naja, also ist ja eine gute Frage. Also wenn Sie Alkohol trinken, dann wird der Kreislauf angeregt im Ersten. Also es hat so eine biphasische oder so unterschiedliche Wirkung, sprich in ganz geringen Mengen kann es ein bisschen beruhigend wirken. Mhm. Ne? Also der Sportschütze, der mit einem ein, zwei Schluck Bier vielleicht kein Tremor hat und nicht zittert, etwas höheren Mengen kann der je nach Mensch euphorisierend, anregend, vitalisierend wirken. Sie haben vielleicht einen erhöhten Herzschlag, Sie haben vielleicht einen ansteigenden Blutdruck, ne? Sie sind vitaler, Sie kriegen mehr Appetit. Ne? Das Essen schmeckt auch besser in der Geselligkeit, wenn Sie ein bisschen Alkohol getrunken haben. Und wenn Sie dann noch mehr trinken und betrunken werden, dann ab einem gewissen Punkt wirkt er wieder sedierend. Ne? Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, mit einem Glas Rotwein, mit einem guten Glas Rotwein besser einschlafen zu können. Also es gibt auch so eine hypnotische Wirkung vom Alkohol. Also der Einschlaf wird gefördert. Aber wenn er die Alkoholwirkung nachlässt oder die nächtlichen Sorgen stärker werden, dann kann man schon mal nach 2-3 Stunden wieder wach werden. Mit Herzklopfen am besten noch. Ja, mit Herzklopfen. Also ja. Gerade wenn Sie so den ersten leichten Entzug haben, wenn die Alkoholmenge doch größer war, ne, dann werden Sie wach, müssen vielleicht auf Toilette gehen. Oder Sie kriegen die Ängste, Sorgen, Nöte, die Sie vielleicht nachts stärker haben, noch mal ausgeprägter. Weil, das ist eben die andere Seite, kurzfristig wirkt Alkohol anxiolytisch, also gegen Ängste, ne, und gegen Sorgen. Aber längerfristig, oder wenn sozusagen der Alkoholpegel wieder sinkt, dann werden die Sorgen und Nöte umso stärker. Und ich glaube sogar chronisch, oder? Auch chronisch. Also chronisch depressionsfördernd, ja. Das Angststörung. Ist richtig. Ja. Alkohol ist depressiogen und anxiogen. Ne? Also man denkt es nicht, weil man die eigentliche ursprüngliche Wirkung, also die erste ist idealerweise, naja, also wenn man es schon regelmäßig trinkt, dann sollte das subjektive Gefühl sein, dass man sich wohler fühlt. Wenn man das erste Mal Alkohol trinkt, dann kann das durchaus schon in der ersten Wirkung Angst und auch eine Verstimmung auslösen. So. Und es gibt Menschen, die trinken überhaupt keinen Alkohol, die verstehen diese ganzen Fragen überhaupt nicht. Aber ja, im chronischen Konsum, richtig, das sehen wir auch in der Klinik, also Menschen, die zum Alkohol hinzukommen, die sind eigentlich alle durchweg herabgestimmt, fühlen sich nicht gut, haben Ängste, Sorgen und Nöte und manchmal auch berechtigt, also nicht nur aufgrund vom Krankheitserleben, sondern auch, weil die ganze Lebenssituation so desolat geworden ist. Ja, genau. Das ist dann das Thema, wann sollte ich mal einen Test machen oder auf mich achten. Aber ich habe noch keine Antwort darauf, wie gehe ich denn nun mit Alkohol um, wenn ich ihn genießen will? Am besten planen? Das ist schon mal nicht schlecht. Also es ist ein bisschen spaßbefreit, sage ich mal so, wenn man das plant. Aber eben, grundsätzlich ist es immer gut, wenn der Alkohol im Leben keine Rolle spielt. Also wenn er einem nicht fehlt, dann kann man ihn auch trinken.
Ne? Aber das müssen wir natürlich auch rausfinden, wenn man sagt, also so kleine Lebenslügen, also das zählt nicht. So, ne? Also immer mal wieder Phasen, Wochen, gerne auch bis Monaten, wo sie keinen Alkohol trinken. Und wenn das ihnen überhaupt nichts ausmacht, ich glaube, da haben sie kein großes Risiko. Aber wenn sie so verzichten müssen, wenn sie, also wie beim Fasten, man verzichtet auf irgendwas Liebgewonnenes, dann hat es schon zu viel Bedeutung, ehrlich gesagt. Okay, dann sollte man noch mal eine Woche dranhängen, Abstinenz, ja, nehme ich mal stark an. Richtig. Wenn die erste weh tut, dann muss dann die zweite. Ja, also so lange, bis es einen nicht mehr stört. Okay. Gut, damit sind wir ja nah an der Frage, wann sollte ich mich mal um mich selbst kümmern? Wahrscheinlich ja dann, wenn ich merke, dass ich das schwer hinkriege, mal eine Woche zu verzichten. Ne? Richtig. Also das hat der Alkohol und andere Genussgifte auch an sich, dass die Bedeutung immer wichtiger wird. Also andere Sachen verlieren an Bedeutung. Also Sie sehen das vielleicht im Freundesbekanntenkreis, wenn dann die Leute nur noch Alkoholgetränke posten, wo sie jetzt den nächsten Gin Tonic getrunken haben oder Wein getrunken haben. Das ist zu vieles Guten eigentlich. Also so ein sanfter Hinweis, also dass die Bedeutung vielleicht so wichtig ist. Oder wenn man den Urlaub braucht, um jetzt mal irgendwie endlich mal Alkohol trinken zu dürfen. Ja. Also ich würde eher sagen, Urlaub dient ja dazu da, dass man sich erholt. Und Sie können sich mit Alkohol im Grunde genommen nicht erholen, weil es gibt ja jetzt diese schönen Sportuhren oder Smartwatches und so. Da sehen Sie ja Herzfrequenzvariabilität und Ruhepuls. Und wenn Sie Alkohol trinken, dann ist das schon bei geringen Mengen häufig, dass sich das verändert. Ne? Ja. Also das subjektive Gefühl kann gut sein. Das objektive oder physiologische ist so, dass es meistens nicht gut ist. Also wenn ich soweit wäre, dass ich zu Ihnen in die Klinik wollte, Sie haben ja verschiedene Dinge im Angebot. Ich kann ambulant kommen, ich kann stationär sein, ich kann in einer Tagesklinik mich aufhalten. Was machen Sie grundlegend mit mir? Also was heißt Entzug, was heißt Therapie? Naja, also man kann auch gerne mal anrufen und sich zu erkundigen. Also wie sieht es mit meinem Alkoholkonsum aus? Also der erste Schritt wäre vielleicht mal im Internet zu schauen. Es gibt schöne Fragebögen, wo man mal durchklicken kann, Konsummuster, wie es wirkt und so. Und dann hat man schon den ersten Eindruck. Und wenn Sie bereits so viel Alkoholerfahrung haben, dass er Ihnen fehlt, sprich Sie kriegen Entzugserscheinungen, Sie sind zittrig morgens oder Sie haben Konterbier, das Sie morgens trinken oder Glas Sekt oder Sie trinken über den Tag verteilt schon Alkohol oder Sie merken, dass das Leben Ihnen aus der Spur gerät, und Sie denken, Sie haben bereits eine Abhängigkeitserkrankung, dann haben wir die Möglichkeit, A, eine stationäre Behandlung zu machen im Sinne einer Entgiftung oder ambulant, wo Sie sozusagen mit dem Arzt oder mit dem Sozialarbeiter oder einem Fachmann für Suchtfragen Sie unterhalten, um mal einzuschätzen. Also bedarf es jetzt schon einer Intervention oder kriegt man das selber hin? Ne? Also es gibt auch viele Menschen, die mit dem Suchthilfesystem gar nicht in Kontakt geraten und auch aus dem Anführungsstrichen Fehlverhalten von alleine wieder rauskommen oder eben mit einem klärenden Gespräch wieder rauskommen. Und was wäre das ansonsten, was wären die Komponenten der Behandlung, wenn ich zu Ihnen käme? Genau, also wir reden selbstverständlich im ersten Schritt. So, ne? Und wenn wir merken, dass das Wort also nicht scharf genug ist, also dass aus dem gesprochenen Wort heraus keine Verhaltensänderung erfolgen kann, also wenn das nicht reicht, dann haben wir Medikamente, die wir auch geben können, damit so, dass das Elend oder das Krankheitsgefühl nicht so ausgeprägt ist, wenn man dann von der Substanz lässt. Und das ist ja schon im ersten Schritt das Ziel, eine längere Abstinenz, also eine Phase des Nicht-Konsumierens herbeizuführen und dann zu gucken, geht das so? Ne? Und dann gibt es natürlich Menschen, die ab einer gewissen Chronizität der Erkrankung nicht mehr ohne Substanz leben können. Und dann muss man gucken, wie geht man dann damit um? Also um möglichst wenig Schaden für die Person hervorzurufen. Mhm. Gibt es Medikamente, die den Suchtdruck nehmen? Ja, das gibt es. Ne? Also der Suchtdruck oder Trinkhunger, das ist ja ein Phänomen, das kennt man, wenn man nicht alkoholkrank ist, eigentlich nicht. Das ist ein Kernsymptom der Abhängigkeitserkrankung, dass man eine unstillbare Gier nach der Substanz hat, was sie sonst gar nicht kennen. Und dagegen gibt es gut wirksame Medikamente. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!